Lucy Mayfair und die Kammer des Schreckens. Kapitel 9. Da Lucy in der Nacht kaum Schlaf fand, war sie schon sehr früh auf. Gerade saß sie in der großen Halle und rührte in ihrem Porridge herum, als plötzlich Patrick neben ihr saß. »Wie zum Teufel machst du das bloß?« fragte sie ihn. »Was?« fragte er. »Du warst bis eben noch nicht bei mir und bist auf einmal hier aufgetaucht«, erzählte sie. »Du warst einfach nur abwesend«, sagte er. Du hast wohl die Nacht kaum Schlaf gefunden, oder?« fragte er. Sie zögerte. »Hast du schon mal was von der Kammer des Schreckens gehört?« fragte sie. »Nein, das erste Mal gestern Abend«, antwortete er. »Aber ich möchte dich bitten, keine weiteren Nachforschungen zu betreiben«, sagte er. »Ich will doch nur mehr über die Kammer des Schreckens wissen«, sagte sie. Halt dich aus solchen Dingen raus. Die Lehrer machen das schon«, erklärte er. »Und jetzt komm, wir müssen zum Unterricht.« Lucy gab selbstverständlich nicht auf und beschloss, selbst etwas über die Kammer des Schreckens herauszufinden. Ihre erste Anlaufstelle war die Bibliothek. Sie saß gerade an einem der Tische und war in einem der Bücher vertieft, als Harry, Hermine und Ron zu ihr kamen. »Wir haben Neuigkeiten«, sagte Harry. »Klärt sie inzwischen auf, ich muss nach einem Buch suchen«, sagte Hermine und verließ die drei. Also, die Kammer des Schreckens wurde vor 1000 Jahren von Salazar Slytherin erbaut. Und angeblich hält er darin ein Monster, erzählte Ron. Was für ein Monster soll das sein?«, fragte sie. »Keine Ahnung, aber Slytherin versiegelte damals die Kammer bis zur Rückkehr seines wahren Erben nach Hogwarts. Das kann nur bedeuten, dass der wahre Erbe Slytherins mit in Hogwarts ist«, fragte Lucy nach. »Wir haben mehrfach in Verdacht«, antwortete Ron. »Dafür haben wir allerdings noch keine Beweise«, sagte Hermine, die mit einem dicken Wälzer zurückkam. Sie blätterte darin herum. »Hier, der Fehlsafttrank«, fügte sie hinzu, nachdem sie endlich ihre Seite gefunden hatte. »Der Fehlsafttrank erlaubt uns die Verwandlung in jede beliebige Person«, las sie vor. »Also Kolb und Goy«, sagte Ron. »Ja«, bestätigte sie. »Allerdings habe ich noch nie so einen komplizierten Zaubertrank gesehen«, sagte sie. »Wie lange dauert es ihn zu machen?«, fragte Harry. Hermine rechnete kurz alles durch. »Ein Monat«, antwortete sie. »Ein Monat?«, fragte Lucy entsetzt. »Aber wenn Malfoy wirklich der Erbe Slytherin ist, kann er nur die Hälfte der Muggelgeborenen von Hogwarts überfallen«, erklärte sie. »Vielleicht sogar dich«, fügte sie hinzu. »Ja, leider. Aber wir haben keinen anderen Plan«, sagte Hermine. »Außerdem brechen wir dabei um die 50 Schulregeln«, fügte sie hinzu. Noch am selben Abend kamen die vier in die große Halle, als sie einen Aushang entdeckten. »Lockhart gibt einen Duellierunterricht«, las Ron vor. »Wird bestimmt aufregend, oder?«, fragte er. »Wohl eher amüsant«, antwortete Harry. Nach dem Abendessen wurden alle wieder in die Eingangshalle gebeten. 10 Minuten später wurden sie wieder hineingebeten und die große Halle sah total verändert aus. Die vier Haustische wurden an die Wand geschoben und in der Mitte stand stattdessen ein großer langer Tisch, auf dem Professor Lockhart stand. »Tretet näher, tretet näher«, rief er in die Runde. »Ich hoffe, alle im Saal sehen mich und hören, was ich sage«, sagte er. »Angesichts der bedauerlichen Vorfälle der vergangenen Wochen hat Professor Dumbledore mir die Erlaubnis gegeben, diesen kleinen Duelliergrupp zu gründen«, erzählte er. »Und hiermit präsentiere ich meinen Assistenten, Professor Snape«, verkündete er. Professor Snape kletterte den Tisch rauf und ging auf Lockhart zu. »Wir werden euch als erstes ein paar Grundlagen beibringen«, sagte Lockhart. »Die Duellanten stellen sich gegenüber auf und heben ihre Zauberstäbe«, erklärte er. Snape und Lockhart stellten sich gegenüber auf und hoben ihre Zauberstäbe. »Wenn ich bis 3 gezählt habe, sprecht ihr eure Zauber aus, um euren Gegenüber zu entwaffnen.« »Entwaffnen und nicht mehr«, fuhr Lockhart fort.
Eins, zwei und drei, fügte er hinzu. Experiamus, rief Professor Snape. Lockhart wurde durch die Luft geschleudert und landete am Ende des Tisches. Schnell richtete er sich wieder auf. Eine exzellente Idee, das zu demonstrieren, Professor Snape. Aber ich muss Sie vorwarnen, dass ich einen passenden Gegenzauber parat hatte, erzählte er. Vielleicht wäre es klüger, Ihren Fans zuerst das Ablocken feindseliger Zauber zu lehren, Professor, erwiderte Professor Snape. Eine sehr gute Idee, sagte Lockhart und klang dabei ziemlich nervös. Aber, suchen wir Freiwillige, ein paar. Potter, Weasley, habt ihr Lust? Fragte er. Weasleys Zauberstab richtet schon Verwüstungen an, wenn man ihn nur ansieht. Wie bringen wir Potter dann zum Krankenflügel in einer Papiertüte? Sagte Snape. Dürfte ich vielleicht jemanden aus meinem Haus vorschlagen? Malfoy zum Beispiel, schlug er vor. Er drehte sich um und gab Malfoy ein Zeichen, dass er auf den Tisch kommen soll. Harry atmete tief durch und kletterte ebenfalls auf den Tisch. Viel Glück, Potter, sagte Lockhart. Danke, Sir, murmelte Harry, etwas nervös. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei und drei, rief Lockhart. Wert ist Tacken, rief Harry. Genau wie Lockhart wurde Draco durch die Luft geschleudert und landete am anderen Ende des Tisches. Schnell richtete er sich wieder auf und richtete wütend seinen Zauberstab auf Harry. Ich sagte nur entwaffnen, warnte Lockhart. Rictus Sempra, rief Draco. Jetzt erschien eine Schlange in der Mitte des Tisches. Alle reagierten panisch, doch dann richtete sich die Schlange an einen Zweitklässler aus Hufflepuff, Justin Finch Fletchley. Harry ging auf die Schlange zu und zischelte etwas in einer Sprache, die keiner verstand. Die Schlange zischte zurück und richtete ihre Aufmerksamkeit nun auf Harry. Alle starrten total gebannt auf das Schauspiel vor ihnen. Evanesco, sagte Snape schließlich und die Schlange verschwand. Wieder schwiegen alle und starrten Harry an. Was für ein Spiel ist das? Fragte Justin. Harry sah ihn verwirrt an. Dann drehte er sich um und lief aus der großen Halle. Kommt mit, sagte Hermine, und die drei folgten Harry aus der großen Halle. Sie hatten Harry erst im Gemeinschaftsraum eingeholt. Du bist ein Parselmann, warum hast du das nie erzählt? Fragte Ron. Ein was? Fragten Harry und Lucy gleichzeitig. Du kannst mit Schlangen sprechen, antwortete Ron. Das weiß ich. Ich habe mal aus Versehen eine Boa auf meinen Cousin Dudley losgelassen. Und so, erzählte Harry. Aber das ist doch gut. Nein, ist es nicht, widersprach Hermine. Das ist keine sehr verbreitete Fähigkeit. Es ist schlecht, klärte sie. Warum schlecht? Wenn ich die Schlange vorher nicht von Justin ferngehalten hätte, erklärte Harry. Ach, das hast du zu ihr gesagt. Verstehe, erwiderte Ron. Du hast mich doch gehört. Du warst dabei, sagte Harry. Du hast Schlangensprache gesprochen, Harry. Jetzt war Harry verwirrt. Ich habe eine andere Sprache gesprochen, sagte er fassungslos. Wieso spreche ich eine andere Sprache, ohne zu wissen, dass ich es kann? Fragte er Hermine. Weiß ich auch nicht, Harry, antwortete diese. Harry, dass die Schlange das Symbol Slytherins ist, ist kein Zufall. Salazar Slytherin war ein Parselmund. Aber er beherrschte die Sprache der Schlangen auch, erklärte sie. Die ganze Schule wird jetzt glauben, dass du sein Ur-Ur-Urenkel oder sowas wärst. Aber das bin ich nicht, sagte Harry. Jedenfalls ist das nicht möglich, sagte er etwas unsicher. Er hat vor 1000 Jahren gelebt. Nach allem, was wir wissen, wäre das schon möglich, sagte Hermine.